Bist du dabei? Ja. Läuft? 3, 2, ich gucke in die Kamera. Ja, so hier zwischen. Ach, dazwischen, okay. 3, 2, 1, frohes neues Jahr! Yay! Weihnachten! Ach, was mooi. Hey, geh weg mit deiner Kamera. Das ist nichts mehr zu sagen. Läuft weiter. Official Aftermovie von Media Day Christmas. Ja, ist denn schon Weihnachten? Noch nicht ganz, kann ich euch sagen. Und trotzdem steht am Wochenende ein Festtag bevor. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge Werder TV Inside vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. Direkt aus dem Weserstadion, aus dem steingewordenen Traumschloss aller Werder-Fans. Heute mit ein großer Werderaner, Diego Ribas da Cunha. Nicht nur Pokalsieger mit Werder Bremen, sondern auch Torschütze beim letzten Heimsieg gegen den FC Bayern München. Das scheint schon ein bisschen her zu sein, als die Bilder laufen lernten. Oh, that was unnecessary, Oliver Kahn. We had to just bump Diego out of the way there. Here's Diego, oh, he's gone through, and Oliver Kahn! Oh, it's there! Fantastic strike! Oh, hang on to your hats, this one could be a windy trip. There's the shot, oh, it's gone straight past Kahn! It's a well-shot free kick. And Womey scores his first goal in the Bundesliga. Needs a good cross. Oh, towards Hannes, cross on the Bauer team! 3-1! How did that happen? Historic victory, possibly, for Werder Bremen. Drei zu eins. Nochmal in Worten. 3-1. Boah, wie alt wart ihr denn damals? Das war der 8. Spieltag der Saison 2006-2007. 21.10.2006 ist das Stichwort. Also über 12 Jahre her. Also jede Saison ist eine andere, jedes Spiel ist ein anderes. Und ich glaube, dass das bei uns bei keinem im Kopf ist, dass wir sehr lange gegen Bayern nicht mehr gewonnen haben als Werder Bremen. Was bei uns schon im Kopf ist, ist, dass wir letztes Jahr schon sehr nah dran waren in der Rückrunde. Hatten wir alle schon das Gefühl, dass wir da die Möglichkeit gehabt hätten, in München zu gewinnen. Ja, jetzt reden wir aber über einen Heimsieg. Ist es vielleicht sogar in diesem Jahr so leicht, in Anführungsstrichen, wie lange Zeit nicht mehr, gegen die Bayern was zu holen? Das kann ich nicht sagen, wir haben noch nicht gegen sie gespielt. Richtig. Samstag, 15.30 Uhr, Anstoß hier bei uns im Weserstadion, Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Und das ist eine Mannschaft mit Weltklasse-Spielern, durchweg besetzt und das ist nicht leicht, aber es ist auch nicht unmöglich. Nicht unmöglich und mit seriöser Vorbereitung ist ohnehin alles zu schaffen. Rhythm. Er wird rot. Es geht nicht mehr weiter. Gut, Finish. Wie viel war es? 8. 8. Gute 8 Wiederholungen. Also so schlimm ist es noch nicht. Ich glaube, die richtige Spielvorbereitung beginnt beim Spieler immer so 1-2 Tage vorher, wo man sich anfängt, mit dem Gegner zu beschäftigen. Natürlich habe ich auch am Dienstag das Spiel gesehen. Deswegen habe ich mich schon teilweise natürlich mit den Bayern beschäftigt, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich morgens aufstehe und nur die Bayern in meinem Kopf sind. Gut, aber ein anderer dürfte in seinem Leben jede Menge Bayern im Kopf gehabt haben und das ist... Ja, da bin ich am Training mit Giovanni und Roy und dahinter ist Willy Sagnol auch. Da waren meine dritte, vierte Jahre bei Bayern, glaube ich. Genau, Claudio Pizarro, Mr. Bundesliga schlechthin, einer, der sich beim kommenden Gegner bestens auskennt. Ja, also ich habe schon mit ihm mal drüber geredet, was so, wie er die Situation so einschätzt bei den Bayern, ob das Einfluss auf unser Spiel hat. Natürlich kennt Claudio noch viele Verantwortliche in München,
Aber er ist ja doch nun auch schon recht lange weg, was den aktiven Bereich angeht. Welchen Einfluss Claudio dann wirklich im Spiel hat, das werden wir am Samstag erleben. Dieser Mann, der jetzt ausgezeichnet wurde, der ist in einer Form, in der er Einfluss in jedem Spiel nehmen könnte. Are you gonna make it happen today? Jiří Pavlenka mal wieder für seine Leistung gegen den SC Freiburg im EA FIFA 19 Team of the Week. Die spektakulärsten Paraden gegen den SC Freiburg findet ihr übrigens hier oben in der Infobox. An diesem Wochenende hat er dann hoffentlich weniger zu tun. Viel zu tun hingegen haben unsere Jungs regelmäßig vor Weihnachten. Alle Jahre wieder produzieren wir mit ihnen etliche Inhalte für die Festtage, für die Weihnachtszeit. Und alle Jahre wieder ist das ein Riesenspaß. I'm so happy that Santa's on his way. Been waiting all along for Christmas Day. I love Christmas. Ah, no, du hast du. Huh? I love Christmas. Feel alive. Ich mach das. Immer mit Familie sein. Guck jetzt mal alle auf die Kinder. Soon I will see lots of presents by the tree. Think of all the joy that's on its way. I dream of Santa's home right here. The reindeer flying through the air. I know it's almost time for Christmas Day. Happy that Santa's on his way. Familie sein und Freunden und ja, einfach genießen. Ich bin heute für den Teig zuständig. Ich glaube, ich mache das schon ziemlich professionell, oder was? Die Wahrheit liegt unter Weihnachtsbaum, oder? Genau das will ich sehen. Genau, das ist genau das Richtige für Sie. Instagram Material. Achso, geht's gar nicht mehr weiter? Ich bin voll im Element und du machst schon Schluss, okay. Aber hier ist ja noch eine. Das Gesicht. Zeig mir das auch nochmal. Den Baum. Oh, und das Gesicht dazu. Christmas Day! Perfekt! Am Samstag gibt es aber erstmal noch keine Geschenke. Da gibt's Bundesliga-Fußball. Werder Bremen gegen den FC Bayern München hier bei uns im Weserstadion. Alle Highlights natürlich bei uns bei Werder TV. Die Eggesteins, die fliegen direkt im Anschluss ans Spiel, dann erstmal nach Mainz zum ZDF Sportstudio. Ein Festtag also, wie versprochen, für alle Werder-Fans. 23 Uhr, glaube ich, geht das los in Mainz. Also unbedingt reinklicken. Ja, unbedingt reinklicken solltet ihr auch in dieses Video hier mit Tim Wiese. Auch ein großer Festtag für alle, versprochen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Inside. Bis dahin, tschüss. Gut. Und dann fällt der Schal auch ab. Das ist unser Zeichen, Adina. Wir sind fertig. Auf geht's, ab geht's.